Prüfen Sie vor Beginn die Haltbarkeit des Tests anhand des Aufdrucks auf der Verpackung. Bevor Sie mit dem Test beginnen, reinigen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder benutzen Sie ein Handdesinfektionsmittel. Der Reinigungsvorgang sollte ca. eine halbe Minute andauern. In dem beiliegenden Beipackzettel ist der Inhalt angegeben. Prüfen Sie ihn auf Vollständigkeit. In der Packung sollte vorhanden sein ein steriles Teststäbchen, ein Röhrchen mit der Pufferflüssigkeit, eine Verschlusskappe, die Testkassette und ein Beutel zur Entsorgung. Entfernen Sie den Deckel des Röhrchens und stecken es in die vorgesehene Stanzung der Verpackung. Entnehmen Sie das Teststäbchen aus der Verpackung und achten darauf, den Tupfer nicht zu berühren. Führen Sie das Teststäbchen vorsichtig in Ihre Nase, ca. 2 cm, bis Sie einen leichten Widerstand spüren. Ein geneigter Kopf erleichtert Ihnen das Einführen des Stäbchens. Drehen und reiben Sie langsam das Teststäbchen an der Innenseite Ihrer Nase, ca. 5 bis 10 Mal. Führen Sie dies für jedes Nasenloch durch. Danach führen Sie das Teststäbchen in das Röhrchen. Drücken Sie den Tupfer gegen den Boden und die Innenseite des Röhrchens und drehen ihn dabei mehrmals. Dieser Vorgang sollte ca. 10 bis 15 Sekunden betragen. Ziehen Sie das Teststäbchen aus dem Röhrchen und drücken dabei mit zwei Fingern das Röhrchen zusammen, um die Flüssigkeit aus dem Tupfer zu pressen. In dem beiliegenden Beutel können Sie das Teststäbchen sicher entsorgen und in den üblichen Restmüll geben. Verschließen Sie das Extraktionsröhrchen. Jetzt entnehmen Sie die Testkassette aus der versiegelten Packung und führen Ihren Test innerhalb einer Stunde durch. Das beste Ergebnis bekommen Sie, wenn der Test unmittelbar nach dem Öffnen der Verpackung durchgeführt wird. Die Testkassette sollte auf einer flachen und ebenen Fläche liegen, wenn Sie die Testflüssigkeit aus dem Röhrchen übertragen. Geben Sie 3 Tropfen in die Vertiefung mit der Kennzeichnung S. Die Testflüssigkeit verbindet sich nun mit dem Teststreifen. Bis dieser Vorgang abgeschlossen ist, kann es bis zu 15 Minuten dauern. Starten Sie einen Timer und bewegen die Testkassette nicht mehr, bis die Zeit abgelaufen ist. Ein Ergebnis nach 20 Minuten gibt keine verlässliche Auskunft. Ihr Test ist negativ, wenn eine rote Linie bei C sichtbar ist. Ihr Test ist positiv, wenn 2 rote Linien bei C und T sichtbar sind. Eine rote Linie bei T bedeutet, dass der Test wiederholt werden sollte. Ebenso, wenn sich keine rote Linie zeigt. Ein negatives Ergebnis bedeutet, dass Sie negativ sind oder dass die Viruslast zu gering ist, um vom Test erkannt zu werden. Es ist jedoch möglich, dass dieser Test bei einigen Personen mit Covid-19 ein negatives Ergebnis, ein falsches Negativ ergibt. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise trotzdem Covid-19 haben, obwohl der Test negativ ist. Wenn Sie Symptome wie Kopfschmerzen, Migräne, Fieber, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns verspüren, wenden Sie sich an die nächstliegende medizinische Einrichtung unter Beachtung der Vorschriften Ihrer örtlichen Behörde. Darüber hinaus können Sie den Test mit einem neuen Testkit wiederholen. Wiederholen Sie im Verdachtsfall den Test nach 1 bis 2 Tagen, da das Coronavirus nicht in allen Phasen der Infektion exakt nachgewiesen werden kann. Abstands- und Hygienevorschriften müssen weiterhin eingehalten werden. Auch bei negativen Testergebnissen müssen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Migration, Reisen, Teilnahme an Veranstaltungen und so weiter sollten Ihren lokalen Covid-Richtlinien und Anforderungen folgen. Ein positives Ergebnis bedeutet das Vorhandensein von SARS-CoV-2-Antigenen. Ein positives Ergebnis bedeutet, dass Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Covid-19 haben. Begeben Sie sich sofort in Selbstisolation gemäß den örtlichen Richtlinien und kontaktieren Sie umgehend Ihren Hausarzt oder Arzt oder das örtliche Gesundheitsamt gemäß den Anweisungen Ihrer örtlichen Behörden. Ihr Testergebnis wird durch einen PCR-Bestätigungstest überprüft und Ihnen werden die nächsten Schritte erklärt. Das Betrachten dieses Videos ersetzt nicht das Lesen der dem Test beigefügten Anleitung. Tests anderer Hersteller können nach anderen Prinzipien funktionieren. Alle Angaben sind ohne Gewähr und ohne Haftung.